Der Müggelsee ist ihre Badewanne. Klar, dass sich Ulrike und Norman Repko auch das diesjährige 29. internationale Müggelseeschwimmen der Tongemeinde in Berlin nicht entgehen lassen. Beide sind schon viele Male dabei gewesen. Repkos und Müggelsee, das passt einfach. Mehr als ein Hobby, ein Stück Lebenseinstellung und gehört dazu, ja. So wie andere Leute Radfahren gehen oder genau, das ist halt einfach, gehört dazu. Immerhin wohnen die beiden auch ganz in der Nähe. Heimspiel also. Und dazu begeistert die Strecke immer wieder aufs Neue. 3,5 Kilometer, das schafft man gut. Man kann tatsächlich auch schnell schwimmen und merkt danach, dass man was getan hat, aber ja, hat auch ein bisschen Zeit, um das zu genießen, das Schwimmen. Aber nicht nur die Repkos lockt es an diesem Sonntag nach Friedrichshagen. Auch hunderte anderer Schwimmerinnen und Schwimmer von nah und fern wollen die Herausforderung Müggelsee annehmen. Startpunkt ist wie schon seit mehreren Jahren bei der Seglergemeinschaft am Müggelsee. SGAM und TIP, auch diese Zusammenarbeit stimmt. Wir haben selten so viel so viele Menschen hier auf diesem großen Gelände. Und freuen uns ja auch immer, dass hier die Wiese halt voll ist, dass der Bürgermeister kommt, dass die Honorigen kommen. Nach Startschuss durch Bezirksbürgermeister Oliver Igel geht es für die Repkos sowie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Strecke. Knapp 24 Grad Wassertemperatur und wenig Wind sind gute Voraussetzungen. Eine Taktik haben die beiden aber nicht. Na, der nette Herr, der darf immer die Familienehre verteidigen und sie macht sich immer selber schlecht. Und ich versuche immer so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen, um noch vielleicht einen guten Platz zu erreichen. Aber, ja. Aber der Spaß steht im Vordergrund. Genau, ja. Auf jeden Fall. So erhalten alle Finisher im Ziel die wohlverdiente Medaille. Bei der anschließenden Siegerehrung werden die drei schnellsten aller Altersklassen gewürdigt. Ein rundum gelungener Wettbewerb finden auch die Veranstalter der TIP. Das hat mir total gut gefallen. Wir haben eine wunderbare Veranstaltung hier hinter uns gebracht. Wir hatten 560 Anmeldungen, 80 Kinder, die dabei waren. Das Wetter hat gehalten, was uns ja im Vorfeld große Sorge gemacht hat. Wir haben jetzt eine wunderbare Siegerehrung gehabt und ich freue mich einfach, dass alles geklappt hat und ich bin total glücklich. Und für Ulrike und Norman endet das 29. internationale Müggelseeschwimmen auch auf dem Treppchen. Müggelsee und Repkos, das passt einfach gut zusammen. Bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Jahr.